Schriftsteller am Werk, es gibt Bücher zu lesen. In den Spiegel markiert den Beginn meines Lebensweges als Autor. Das Buch ist undiszipliniert, zügellos und abschweifend. Es ist all das, wovor sich manche Verlage und Lektoren fürchten. Doch es atmet auch die Freiheit des geschriebenen Worts. Es ist eine Orgie aus Pop-Art-Referenzen und eine Meditation über die menschliche Verfassung. Es ist kein Buch, das jedem gleich gut verdaulich erscheint. Doch in seiner Art und Weise ist es recht einzigartig und schwer mit anderen Büchern vergleichbar. Es ist ein wenig Fantasy und ein wenig das, was man in Amerika als Transgressional Literature bezeichnet. Es ist ein wenig das, was man als magischen Realismus bezeichnet. Eine Abenteuerreise aus dem Inneren eines Menschen tief in das Äußere dieser Welt. Zu verschwurbelt? Okay, dann machen wir mehr Mal nach Zahlen. Es geht um Sex, Gewalt und Tod. Ist das besser so? Apropos Tod, wenn ich erstmal das Zeitliche gesegnet habe, will ich nicht, dass irgendwelche muskulösen Männer Kisten mit Büchern aus meiner Wohnung tragen, um diese dann zum Wertstoffhof zu fahren. Somit, alles muss raus. Und deswegen wirft mal einen Blick auf meinen E-Shop und ich würde mich freuen, wenn ich ab und zu mal jemand eines meiner Bücher bestellt. Dann habe ich es ja nicht ganz umsonst geschrieben. Und jetzt machen wir mit dem Video weiter. Hallo und willkommen zu Escapismo. Das wäre mal ein etwas neues YouTube-Format, das ich mir ausgedacht habe. Aber es reflektiert ein Bedürfnis, das ich schon seit einigen Wochen oder Monaten mit mir trage und da dem ich hier Ausdruck verleihen möchte. Die nicht sehr komplizierte Idee besteht darin, einfach mal mit euch zusammen einen Blick auf bestimmte Arten von Comics zu werfen, ohne viel Vorbereitung, also nicht jetzt vertieft in irgendwelche Recherchen, wie ich es bei meiner Tim und Struppi-Reihe gemacht habe. Und einfach mal improvisieren ein bisschen und mal sehen, was dabei rauskommt. Und die erste Episode dieses Formats wollte ich einem bekannten Magazin aus den 70ern widmen und einen Blick werfen auf das Heavy Metal Magazin aus Januar 1978. Vielleicht erstmal einige Worte zu der ganzen Hintergrundgeschichte. Das ursprüngliche Format heißt natürlich Metal Hurlant, zu Deutsch kreischendes Metall wohl, und begann mit seiner Erscheinung in 1974. Und war letztendlich das Brainchild von Möbius, Drouillet und Dionnet, die alle erfolgreiche Zeichner bei dem Pilot-Magazin waren, das sich in den 60ern ja ganz fest in der Hand von René Goscinny befand. Und obwohl man schon sagen kann, dass unter der Ägide von Goscinny das Pilot-Magazin durchaus seinerzeit einen Paradigmenwechsel im französisch-belgischen Comics darstellte, war das natürlich so, dass diese jungen Wilden, also wie Möbius, wie Drouillet, wie Dionnet, sich dort stets etwas zurückgesetzt fühlten und einfach eine viel progressivere und eine viel gewagtere Vision davon hatten, wie Comics in der Zukunft sein sollten. Und das kam dann schließlich 1974 zustande, als sie diesen sehr autorenorientierten oder dieses sehr künstlerorientierte Magazin herausbrachten. Und die Amerikaner haben ja davon Wind bekommen und begannen 1977 das Heavy Metal Magazin rauszubringen. Dazu muss man sagen, dass was den Inhalt des Heftes betrifft, zumindest die ersten paar Jahre, emulierte man zu weiten Teilen die Metal Hurlant Comics. Also das sind ja teilweise dieselben Stories drin. Es gibt schon auch einen Grund, warum ich jetzt hier das Heavy Metal Magazin habe und nicht das französische Metal Hurlant. Abgesehen jetzt von der Sprache, hat es ja mehr damit zu tun, dass die Metal Hurlant Hefte, wenn man die heute noch so sammeln möchte, deutlich teurer sind. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Heavy Metal Prints in einer deutlich schlechteren Qualität waren. Das muss man schon sagen. Also da visierte man auch einen gewissen Massenmarkt an in den USA. Und vor allem war das ja so, dass in Amerika die Comics halt schon sehr ökonomisch gedruckt wurden, während als
Möbius und seine Freunde 1974 begonnen haben, Metal Hurlant rauszubringen, war das halt ein Projekt fest in der Hand dieser Künstler, die dann, was das Druckergebnis betraf, dort den ganzen Prozess mit begleiteten. Da war man ja schon ein bisschen legerer in Amerika und deswegen ist sozusagen die Druckqualität von Heavy Metal verglichen mit Metal Hurlant ist ein bisschen eine Glückssache. Also manche Sachen kamen dann ganz gut aus dem Druckwerk raus und manche Sachen nicht so gut, aber das kann man sich ja dann alles ein bisschen so angucken. Also die Ausgabe Januar 78 ist mit einer Illustration von Val Myrick. Wenn man natürlich so hinschaut, hat man ja eher das Gefühl, das ist vielleicht irgendwas von Frazetta oder Vallejo. Aber es stimmt schon, dass Val Myrick einige vielleicht mehr mit Howard the Duck assoziieren, dass der in den 70er, am Anfang der 70er zumindest, also sehr viel sich in Richtung Fantasy Art umorientiert hatte. Und da gibt es einige solche Bilder von ihm. Später dann, um 78 herum, hat er auch mit solchen Leuten gearbeitet wie Neil Adams oder Jim Starlin. Der war ja auch ein Inka, nicht Imka, sondern Inka. der war ein Inka bei Marvel. Jetzt gucken wir mal rein. Tja, ja, mehr Taxa-Werbung. Die erste Story, die man hier in dieser Ausgabe zu lesen bekam, ist Ulysses von Georges Bichard. Und das war ein eher klassischer Illustrator. Und interessanterweise, als er begonnen hatte, an diesem Comic zu arbeiten, da ging er schon auf die 50 zu. Und das war ja damals schon also ein richtiger Senior in der Szene, weil ja die anderen Leute, die waren ja alle 20 Jahre jünger als er. Die Story ist allerdings von Jacques Loeb. Jacques Loeb war ein Cartoonist, der ganz viel für Pilot, aber auch für das Tintin-Magazin gezeichnet hatte, aber sich dann im Laufe der Zeit sehr auf Skripte, also Comics-Skripte verlagerte. Und Bichard und Loeb hatten seit 1967 zusammengearbeitet. Die waren ja bei dem W-Magazin dabei und ich glaube, dass diese Geschichte hier, diese Fortsetzungsgeschichte, die begann ja damals in dem Magazin Linus zu erscheinen. Also als das hier im Heavy Metal Magazin rauskam, war das schon im Grunde 10 Jahre alt. Also da waren ja auch Stories dabei, die eben übernommen wurden aus anderen Publikationen, also lizenziert wurden. Aber ich glaube, ich habe die Linus-Ausgabe nie gesehen, aber ich nehme mal an, dass die möglicherweise schwarz-weiß war. Wobei man jetzt hier ganz deutlich sagen würde, dass die Farbe irgendwie eindeutig ein Teil des Konzeptes ist. Also es handelt sich um eine Adaptation von Homers Odyssee, aber eben übertragen in eine extrem psychedelische Umgebung. Also da merkt man, dass wir uns am Ende der 60er befinden, als das hier gemacht wurde. UFOs, Science Fiction, Bergier und Povel, Erich von Däniken war im Anmarsch. Also das ist eindeutig die Atmosphäre, in der solche Stories entstanden sind. Sehr psychedelisch. Ist ja auch teilweise witzig, das Ganze ist sehr satirisch. Also die olympischen Götter, hier zum Beispiel Zeus, die olympischen Götter sind ein Haufen gelangweilter ETs mit Superkräften. Pallas Athene extrem hot. Und ansonsten ist das eine amüsante eben Geschichte, die so ein bisschen das griechische Original von Homer hier und da auf die Schippe nimmt und es mehr als so eine Art Science-Fiction interpretiert, aber zum weiten Teilen dieselben Eckpunkte der Handlung oder dieselben Geschichten erzählt. Aber wie gesagt, bei dieser Pallas Athene kann man ja wirklich durchaus auch religiös werden. Und das Farbdesign ist ziemlich seltsam, aber auf der anderen Seite war ja
in jenen Jahren ja auch die Idee, mal was ganz anderes zu machen, einfach aus der Norm auszubrechen. Auf der anderen Seite hatte das sprachlich durchaus ein anständiges Niveau. Um ehrlich zu sein, war das auf eine gewisse Art und Weise auch eine Form von Bildung. Die nächste Geschichte hier finde ich super interessant, von der Art, wie sie gezeichnet ist. The Time Warp. Das ist gemacht von Serge Clerc. Und der war ja eine komplett andere Generation. Also, als der das hier machte, diesen Comicstrip hier, war der gerade mal 20 Jahre alt. Und der hatte ja bei Metal Hurlant überhaupt seinen ersten professionellen Job. Und auf den ist man aufmerksam geworden, weil er seinerzeit ein eigenes Indie- oder Underground-Fanzine zeichnete. Und man erkennt natürlich sofort hier stilistisch eine gewisse Partnerschaft von Möbius, von Enki Bilal. Das Ganze vom Look her ist ein bisschen wie so ein Proto-Cyberpunk. Ich sehe hier schon stilistische so Querverbindungen zur hermetischen Garage. Im selben Sinne auch die etwas surreale Geschichte, die da erzählt wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man nun nicht eine zu kohärente Handlung erwarten darf. Das sind ja mehr surreale Momente und Impressionen. Und ist alles sehr, das hat so einen Post-Punk-Zeitgeist und ist extrem augenzwinkernd. Und in dem Sinne war das super passend fürs Heavy Metal Magazin. Ja, Candice at Sea, würde ich mir auch mal besorgen. Seinerzeit war das natürlich überall in der Werbung drin von Heavy Metal. Das hier ist ein echt ein interessanter Zeichner. Dominic A. Hatte so eine Serie gezeichnet, die einerseits so abgeschlossene Geschichten beinhaltete, die alle sich, also so Kurzgeschichten, die sich alle in Lateinamerika abspielten und im Mittelpunkt so einen Abenteurer oder Archäologen hatten. Ihn hier. Fast wie so ein Vorläufer von Indiana Jones, was natürlich auch wieder tief blicken lässt. Dominic, er hatte ursprünglich Astronomie studiert und ist dann so eine Art Zögling von Möbius gewesen. Ich finde, ein großartiger Zeichner, der gerade dadurch auffällt, dass er zum Beispiel statt mit Schraffuren zu arbeiten, eben so einen sehr pointillistischen Stil hatte, was in meinen Augen nach echt wahnsinnig viel Arbeit auch sieht, aber eben seine ganz eigene Handschrift hat. Es fällt allerdings auf, dass die ganze Thematik irgendwelcher präkolumbianischer Kulturen, die hier so gehandhabt wird, ein totaler Wirrwarr ist. Weil einerseits hast du hier diese olmekischen Köpfe, diese ganze Architektur hier mutet ja sehr nach den Mayas an, aber in Wirklichkeit soll das eher so eine Inka-Geschichte sein, die sich irgendwo in Peru abspielt. Also da scherte der sich halt gar nichts. Ne? Das war für ihn ein totaler Mischmasch. Darum ging es bei solchen Geschichten nicht. Also es ist nicht ein Comics, den man lesen sollte, um etwas Authentisches über lateinamerikanische Kulturen zu lernen. Interessant finde ich allerdings hier, dass das ist ja so eine kurze Story mit einer gewissen Pointe. Und beim genaueren Hinsehen schon wieder irgendwelche Paleo-Seti-Elemente. Also, das war ja seinerzeit einfach total angesagt bei diesen Comics-Zeichnern. Die waren alle so ein bisschen von Erich von Däniken und Robert Charroux fasziniert und haben das alle verschlungen. Und ich kann verstehen, wo da für einen Comics-Zeichner eben der Reiz liegt, mal Science-Fiction und historische Comics wunderbar miteinander zu verschrauben. Das hier ist natürlich großartig. Also hier dieses Nachtpanorama. So wie manchmal eben Nächte bei Vollmond weit draußen in der Natur aussehen können. Das finde ich sehr effektiv.
Dann natürlich schöne Transition hier, einfach der Sonnenaufgang, einige Stunden später. Also hier kann man wieder sehen, dass das ja so reine Maya-Architektur ist, obwohl die Geschichte soll angeblich mit einem Inka-Mythos zu tun haben. Ja, also das ist Dominique. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem der bekannten Namen, die seinerzeit im Heavy Metal publizierten, in den ersten Ausgaben. Und das ist Richard Corben. Das war einerseits ein Pionier des Self-Publishing-Comics und des Underground-Zeichnens. Und interessant ist, dass er eigentlich bis zu der Zeit, als er beim Metal Hurlant angefangen hatte, dafür bekannt war, war ein sehr typischer oder ein sehr klassischer Schwarz-Weiß-Comics-Zeichner. Aber in diesem Umfeld aus Möbius und Druyer ist er total in der Farbe aufgegangen. Also der hat eine richtige Obsession für farbige Comics entdeckt und überhaupt die Möglichkeit, dass das plötzlich druckbar wurde. Das ist ja auch so ein Thema, das hat viele dieser Sachen hätte man ein paar Jahre vorher gar nicht so richtig produzieren können. Schon gar nicht für so eine Zeitschrift, für die dann hinterher $1 oder $2 kostet. Und das hier ist Dan. Und Dan wurde ja ziemlich schnell so eine Art Flaggschiff des Metal Hurlant in den frühen Ausgaben. Das Farbkonzept war natürlich total provokant. Passte aber sehr gut zu der Geschichte eines gewöhnlichen Mannes, der durch irgendein wundersames Ereignis in eine Fantasy, in eine exotische Fantasy-Welt versetzt wird, die extrem psychedelisch ist und wo eben mit nackter Haut nicht gegeizt wird. Was wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe war, warum einige dieser Leute weg vom Pilotmagazin wollten, weil Goscinny hatte nur eine sehr begrenzte Geduld für all die Naked Eyes. Aber das war halt, das waren die halt die 70er, ne? Also das war so langsam der Aufstieg des erotischen Comics auf dem Weg so in den Mainstream. Man merkt hier natürlich schon den Einfluss von Lovecraft. Zweifelsohne. Der ganze Look hat so etwas von einem Traum eben. Ne? Also es vieles daran mutet so an, als würden die teilweise sind es eben so super seltsame Schlafzustände, die da porträtiert werden, eben zwischen dieser Welt aus Licht und Schatten. Also das waren jetzt nicht unbedingt Geschichten, die extrem handlungslastig waren. Das war alles sehr impressionistisch gehalten. Das war eher etwas, was man auf sich wirken ließ. Und für eine gewisse Zeit war das eben total en vogue, wenn man halt moderne, anspruchsvolle Comics lesen wollte. Das hier erinnert mich immer irgendwie ein bisschen an Francis Bacon. Ich weiß auch nicht warum. Die Story ist total abgedreht und abstrakt, aber das war ganz im Sinne von Heavy Metal. Und es ist beim Weitem nicht die schrägste oder die abstrakteste Geschichte, die in jenen Jahren dort erschien. Hier sind wir natürlich dann bei dem Großmeister der ganzen Thematik, die hermetische Garage von Möbius. Das war ein wirklich ungewöhnliches, extrem psychedelisches Konzept. Und eine Art und Weise, Comics zu machen, die bis dahin vermutlich wenig Umsetzung fand. Also das machte Möbius extrem progressiv an dieser Stelle. Die Idee war, oder zumindest denke ich mir, wird es das gewesen sein, was ihn motivierte. Die Idee war, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob man Comics improvisieren kann. Und Improvisation ist nicht unbedingt das, was man mit Comics oder grundsätzlich mit gezeichneter Kunst in Verbindung brächte, weil das ja auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt, weil Improvisation ist etwas, was man unmittelbar machen kann. Man kann ein Musikinstrument nehmen und darauf improvisieren. Vielleicht kann man gerade noch so mit Sprache improvisieren, also gute Rapper improvisieren dann mit Sprache. Aber Zeichnen ist halt ein aufwendiger Vorgang, der eigentlich sich nicht zum Improvisieren eignet, weil man ja
für so ein einzelnes Bild viel zu lange braucht, um dann in dieser gedehnten Zeit des Arbeitsprozesses von Improvisation zu sprechen. Aber Möbius hat diese Idee fasziniert und deswegen begann er einfach diese kurzen, ganz kurzen, ein-, zwei-, dreiseitigen Geschichten zu zeichnen, die eben so eine Art Free-Flow sind, die einfach so ein Stream of Consciousness nennt man das, wo er sozusagen, während er ein Panel zeichnete, absolut nicht wusste, wie das nächste Panel aussehen soll, sondern die Entscheidung traf er erst, als er damit fertig war. Und das Ziel war ja auch, er war ja sowieso dafür bekannt, dass er sehr schnell zeichnen konnte, aber das Ziel war, das Ganze relativ minimalistisch zu halten, sich nicht mit Hintergründen zu beschäftigen, außer mal in einzelnen Ausnahmen, wenn dann irgend so ein ganzer Spread gezeichnet würde. Und die Idee war einfach nur immer diesen Stream of Consciousness folgen. Und das erschuf diese wirklich seltsamen Science-Fiction-Geschichten, die teilweise so ein bisschen was von Steampunk und Cyberpunk haben, die teilweise extrem retro sind. Gleichzeitig schlug da seine Vielfältigkeit, also seine Flexibilität total zu. Denn er hat letztendlich sich erst wenn er sich hingesetzt hatte, um eine Fortsetzung zu zeichnen, so alle paar Tage oder alle paar Wochen, hat er überhaupt erst spontan die Entscheidung getroffen, in welchem Stil er das überhaupt zeichnen möchte. Deswegen hat man hier so diesen wundervollen, sehr klassischen Zeichenstil mit diesem ganz tollen Hatching hier, und es ist wirklich großartig. Ich glaube, dass das hier auf dem Foto von Patti Smith basiert, diese Zeichnung hier. Und das hier ist ganz sicher ein Hollywood-Foto, das er als Vorlage nahm, wo glaube ich, Gary Cooper und ich glaube Ingrid Bergman in einer Filmszene so zueinander stehen. Der hat ja dann nicht unbedingt die Gesichter von denen imitiert, sondern einfach nur das so als Inspiration genommen. Aber dann hier in der Fortsetzung, das ist schon die nächste Geschichte, hier mit Major Grubert. Ganz anderer Stil, ne? So ein Cartoon-Stil. In Wirklichkeit ist es einfach nur so eine kleine Schmonzette. Da beschlossen wurde, dass er 6 Seiten beitragen soll, hat er einfach 3 Zweiseiter gemacht. Da kommt jetzt noch eine dritte Geschichte. Das Lustige ist, der hat ja ständig sozusagen die Leser mit Inkonsistenzen provoziert. Also das war wirklich seine Art, weil man wusste ja auch nie, wie, also weil das heißt hier zum Beispiel die Airtight Garage of Jerry Cornelius. Aber hier ist es einfach Airtight Garage of Jerry Korn einfach abgekürzt, vollkommen frech. Es ist ja auch so, dass das Auge dann teilweise bemüht ist, Zusammenhänge herzustellen, die entweder da sind oder nicht da sind. So endet ja dieser Cartoon hier damit, dass dieser Zug hier in diese Ortschaft einfährt. Das ist so ein hypermoderner Science-Fiction-Zug in dieser Fantasy-Landschaft. Und damit beginnt auch diese Geschichte. Also ob das jetzt derselbe Zug ist, das darüber kann man... es sieht ja nicht so ganz gleich aus, aber... wie gesagt, das Ganze ist ein Spiel mit Assoziationen letztendlich. Und eindeutig nicht ein kohärentes Handlungsgefüge. Naja, aber das ist auf jeden Fall die hermetische Garage, wäre mal interessant, dann so ein eigenes Eskapismo Video-Episode darüber zu machen. Ironischerweise, die hermetische Garage hatte wirklich einen meiner Lieblings-Comics-Charaktere aller Zeiten, nämlich Major Grubert, der hier in dieser Ausgabe hier überhaupt nicht prominent ist, außer dass Möbius ihn ein bisschen veräppelt in diesem zweiseitigen Cartoon. So, jetzt haben wir hier diesen Spread hier in der Mitte. Das ist eine interessante Grafik von James Meehan mit dem Titel Roberta. Das ist ein super subversiver Humor, wenn man genau hinschaut, weil es ja natürlich auf
eine Kultur anspielt, die damals groß im Kommen war, nämlich die sexy Kalender, die man dann fortan seit den 70er Jahren in den in Garagen hängen sah bei Automechanikern. Und hier versucht jemand eben dieses Klischee auf Heavy Metal Standard zu übertragen. Also wir sehen hier sozusagen einen sehr sexuell aggressiven weiblichen Roboter, eine Robotin posieren mit allen nur erdenklichen Geschlechtsmerkmalen. Und das war natürlich etwas, wo man ein bisschen schmunzeln musste, aber gleichzeitig passte das so perfekt in den Zeitgeist. Ja, National Lampoon war ja diese Truppe, die letztendlich das Heavy Metal Magazin nach Amerika, also das Metal Irland nach Amerika gebracht hatten, und sie waren ja die Herausgeber davon. So, das ist interessant hier. Also das 1996 ist ein Cartoon Strip von Chantal Montellier, und das war fast die einzige Frau, die in jenen Jahren bei Heavy Metal gezeichnet hatte. Nicht ganz die einzige, glaube ich, aber es war natürlich auffällig, wenn, also es gab seinerzeit nicht so viele Comics-Zeichnerinnen, aus Gründen, über die man natürlich einiges sagen könnte oder diskutieren könnte. Aber was natürlich auffällt, ist, dass das extrem subversive Comics sind, die sie gezeichnet hatte. Also absolut käme man nicht auf die Idee, dass durch die Tatsache, dass die Autorin und Künstlerin dahinter eine Frau ist, dass sie sich da in irgendeiner Art und Weise zurücknimmt, was den frechen Ton betrifft. Und es ist alles sehr existenzialistisch, diese Geschichten. Ich fühle mich ein bisschen, wenn ich da, wo ich das gelesen habe, auch ihr Stil und überhaupt so die Tonalität, ich fand, als ob sie so eine Art Vorläuferin von Dan Klaus wäre. Zumindest beackert sie so ein ähnliches Feld. Also gerade solche Zeichnungen erinnern mich ein bisschen an Klaus. Ich meine, das hier erinnert total an Ghost World, finde ich, auf die ganz eigene Art und Weise. Da ist viel Ironie dabei. Ich finde es immer interessant zu gucken, wie Frauen andere Frauen zeichnen, weil letztendlich die nackte Frau ist ein Klischee der Comics-Kultur, insbesondere in den 70er und 80er Jahren. Da ist ja Heavy Metal natürlich, die haben ja dazu viel beigetragen. Und da finde ich es immer interessant, wie Frauen sich so mit diesem Male Gaze beschäftigen. Ein bisschen Lesebriefe, ein bisschen Text. Ich glaube ja auch, und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich da recht habe, ich glaube, dass der, also auf jeden Fall fällt schon auf, dass der amerikanische Heavy Metal ein bisschen textlastiger ist, so zwischen den Geschichten, als der Metal Irland es war. Der Metal Irland war da sehr stringent, das war einfach eine Sammlung aus verschiedenen Comics-Geschichten und Fortsetzungsgeschichten, präsentiert durch diesen Stamm aus Künstlern und Zeichnern. Die Situation in Amerika war wohl eher so, dass es dort irgendeine Legislative gab, die den Herausgebern von Zeitschriften nur dann ermöglichte, extrem verbilligt bestimmte Postgebühren in Anspruch zu nehmen, wenn das Ganze nachweislich als eine Zeitschrift mit Textelementen durchging. Also es konnte nicht ein reiner Comic sein. Und das führte dann dazu, dass man sich einfach redaktionell bemüht hatte, 4-5 Seiten in das Ganze einzustreuen, die sozusagen nur Text waren, auch hier und da mal mit einer Kurzgeschichte. Und auf diese Weise konnte man immer rechtfertigen, dass das jetzt nicht ein reiner Comics ist, sondern eigentlich eine Zeitschrift, ein Magazin, weil es eben auch Texte hatte.
Roger Jelazny, das ist eine interessante Story, die, glaube ich, auch teilweise dann in späteren Ausgaben von Heavy Metal vorgestellt wurde, auszugsweise. Das war ein komisches Konzept, weil es letztendlich die Idee war, mal Science Fiction zu schreiben mit einem viel höheren Anteil an Illustrationen, aber nicht als Comics. Das heißt, es war so eine seltsame Hybride. Es war nicht rein Text, aber es war auch kein Comics. Es war einfach nur die Zusammenarbeit zwischen Schriftsteller und Zeichner. Und der Zeichner hatte dabei ein viel, viel größeres Volumen an Zeichnungen zu machen. In dem Falle war das Gray Morrow. Sowas hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Ne? Also ich glaube, dass letztendlich die Leute entweder ein Comics lesen wollen oder einen Roman. So, Space Opera. Space Opera ist so ein kleiner Einseiter hier von einem Künstler namens Bernard Helm. Und ich weiß überhaupt nichts über den. Aber es ist ein charmanter kleine Anekdote. Also die Augen sind großartig gemacht, ne? Und finde das hier sehr interessant. Comics-Zeichner müssen immer Lösungen suchen für bestimmte Ideen. Ich glaube, es geht ja hier darum, dass der Typ letztendlich ein Android ist und die Frau ja total auf ihn steht und er erwidert auf seine Art diese Gefühle und offensichtlich ist er sehr authentisch gebaut, weil er auch Tränendrüsen hat. Aber hier kann man sozusagen sehen, wie er die Welt sieht oder wie sein Blickfeld eben ein bisschen anders ist, als wie wir die Welt sehen. Und das war ja, da würde man heute ja kein so großes Aufheben drumherum machen. Aber das waren ja Themen, die ja in den 70er Jahren quasi vor der Ankunft des Personal Computers, das war ja alles noch ein bisschen in der Schwebe, wie solche Dinge dargestellt werden sollen. Was ist ein digitaler Blick, was ist eine digitale Darstellung? Also das ist, ich finde das witzig, weil das Mitte der 70er Jahre noch ein relativ exotisches Thema war. Okay, das hier möchte ich fast überspringen aus einem ganz anderen Grund. Das hier ist Conquering Armies und das ist eine Serie aus Kurzgeschichten, die ab der ersten Folge von Metal Hurlant mit dabei waren. Und zwar eine Reihe aus Stories von Jean-Pierre Dionnet, gezeichnet von Jean-Claude Gall. Und der Grund, warum ich das jetzt einfach so überspringen möchte, oder nur kurz. Also erstens, das ist wahrscheinlich die am besten gezeichnete Geschichte in diesem Heft hier. Aber das ist gleichzeitig auch einer meiner Lieblingscomics aller Zeiten. Also es ist ein großartiges Meisterwerk. Und ich will mich jetzt damit nicht so viel befassen, weil ich da lieber mal ein eigenes Video mit der ganzen Integralausgabe machen würde. Das ist eine großartig gezeichnete Geschichte, aber auch super interessant und sehr, sehr, sehr faszinierend vom Inhalt her. Und der Stil natürlich von Gall ist gigantisch, finde ich. Der hat ja dann auch im selben Stil eine Geschichte gemacht, zusammen mit Chodorowski. Und die ist ja so sehr in derselben Atmosphäre gehalten, dass ich seitdem dazu neige, die als ein Shared Universe zu betrachten. Aber dazu ein andermal. Super gutes Gefühl für Perspektive, was der so macht. Also der konnte so richtig große Leinwände erschaffen. Aber man muss sich auch vorstellen, als man das ab 1974 im Metal Hurlant aufschlug, da haben die Leute natürlich die Augen gemacht. Ne? Also das galt als super faszinierend, dass jemand so epochal zeichnen konnte.
Das war durchaus seinerzeit eines der Flaggschiffe der Zeitschrift im ersten Jahr zumindest. Auf jeden Fall war Jean-Claude Gall nicht so, also nicht so prolific wie einige der anderen Zeichner. Das ist ja auch ein interessanter Comics für die ewige Diskussion rund um das Thema von Kolorierung oder Schwarz-Weiß-Original. Das hier war ja die letzte Geschichte. Ich glaube, es waren insgesamt 6 oder 7 Kurzgeschichten und das hier war die letzte. Ach ja, hier ist ja das, worüber ich vorhin gesprochen hatte. Das ist ja dieses The Rose for Ecclesiastes von Jelazny und Morrow. Also das ist, was ich meinte mit dieser seltsamen Hybride, wo es nicht wirklich eine alleinstehende Erzählung ist, aber es ist auch kein Comics. Es ist eben ein seltsames Mischwerk aus beiden. Man muss natürlich, also der Stil von Gray Morrow ist großartig, das ist ein hervorragender Grafiker. Das ist auch jemand, der zu jenem Zeitpunkt, als diese jungen Wilden Metal Hurlant rausbrachten, das ist ja hier im amerikanischen Heavy Metal erschienen, der war ja viel älter als die anderen. Das ist ein echter Oldschool Zeichner und Grafiker gewesen. Der hatte sogar schon an Prinz Eisenherz mit Hal Foster gearbeitet in seinen ganz jungen Jahren. Und ob man nun dieses experimentelle Format zu schätzen weiß oder nicht, kann auf jeden Fall nicht darüber hinwegtäuschen, dass das faszinierende grafische Arbeiten sind. An sich so aus dem Kontext gerissen, ist das teilweise super charmant und hat einfach diesen klassischen Illustrationsstil, aber eben kombiniert mit diesem neuen Aufbruchsgeist der Psychedelik der späten 60er, frühen 70er. Also so alles so super bekifft. Und weil ich das gerade sage, der Typ hier sieht aus wie Tommy Chong. Aber cooler Stil, aber eben das ganze Format ist, glaube ich, damals halt eine Sackgasse gewesen. Interessant finde ich hier, dass man kann ja natürlich schon hier auch beobachten, dass diese Art von Grafiken, also hier ist das alles ganz gut geworden, aber man merkt ja natürlich hier, das geht teilweise an die Grenze dessen, was damals in großen Auflagen die Druckereien so leisten konnten. Das war dann so ein Hit und Miss. Ich meine, hier sieht das wirklich super aus. Manchmal konnte da auch mal was einen Mikrometer verrücken und dann war es plötzlich alles ein bisschen schwammig. Aber das kann man hier im Großen und Ganzen wirklich gut sehen. Fantastisch. Aber da merkt man, auf einigen Seiten ist es dann eigentlich mehr Illustration als Text. Und man muss ja sagen, da ist das, ab hier ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, eigentlich Sprechblasen dazu zu tun und das in einen Comic zu verwandeln. Aber das war eben der Versuch, mal was ganz anderes zu machen. Queen, News of the World. Das waren noch Zeiten. Ja. Und schließlich die Schlussseite ist eine kleine Karikatur von Bob Owl, der mir nicht unbedingt bekannt ist, aber super faszinierend. Ne? Also das ist eine tolle Arbeit. Das ist ein richtig geiler Underground-Comic-Stil, wo eine Menge Botschaft in einem einzigen Bild steckt. Also da kann man sich richtig drin verlieren.
Und das hätte auch hervorragend irgendwo im Mad Magazin erscheinen können. Nicht schlecht. Ja, und das war's dann. Das war also das Heavy Metal Magazin vom Januar 1978. Und ich hoffe, ihr fand das interessant. Und ich mache jetzt mal hier aus und fange an, das mal alles bisschen zu schneiden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich habe ja da noch einiges auf dem Stapel, was ich auf diese Weise mal so mit euch gerne durchnehmen würde. Macht's gut und bis dann.